Leute, ich nehme euch mal heute mit auf einer Schullinie, die 189. Davon gibt es zig Versionen. Ja? Das, was wir jetzt fahren, fängt hier an der Jahn-Schule an, Richtung Otto-Straße. Ja, jetzt können wir auch ruhig mit Drucker fahren. So, 11.50 Uhr ist Abfahrt. Die können wir leise stellen. Aber wie ihr sehen könnt, keine Schüler. Warum? Weil immer noch Corona-Zeit ist. Normalerweise stehen hier ein, zwei, drei Kinder, je nachdem, was für eine Schulklassen jetzt hier sind, die jetzt um die Zeit Feierabend haben, Schulschluss haben. Aber jetzt ist keiner da. Das bleibt hier alles in Metla. Aber ganz irreführende Wege. Die habe ich auch erst zweimal gefahren, habe ich auch neu dazugelernt. Und natürlich nehme ich auf für euch, damit ihr das auch lernt. Hier die Strecke kennt ihr noch von der 54 und 23. Nicht 23, 24. Dass uns keiner entgegenkommt. Otto-Hahn-Straße. Jetzt habt ihr mal auch richtig, wo die Haltestellen sind. Fahren wir die erste raus. Eichendorfschule. Ihr habt es gehört, es gibt noch eine andere Schule hier, Eichendorfschule. Hier müsst ihr aufpassen, Leute, nicht geradeaus fahren, da gibt es keinen Weg mehr raus. Sofort links. Auch wenn ihr mit dem Gelenkwagen seid, das passt. Ist zwar alles knapp, aber es passt. Könnt ihr jetzt sehen, der Spiegel, der kommt da fast da dran. Dann wieder hier auf den Bürgersteig fast. Dann passt das. Wenn die PKWs hier so blöd stehen, dann könnt ihr hier auch, die Bordsteine sind so schön abgesenkt, könnt ihr hier auch so ein bisschen drüber fahren. Aber Schrittgeschwindigkeit, Leute. In Königsort. Ihr werdet euch noch wundern, wo wir gleich noch überall lang fahren. Enge Straßen.
Das ist heute das dritte Mal, dass ich das fahre. Wie gesagt, habe ich neu kennengelernt, die Linie. Hier wäre die Haltestelle. Aber wie gesagt, bei Schulkindern da, manchmal stehen die Fahrpläne noch nicht mal an den Haltestellen dran. Aber die Schüler wissen das. Deswegen, ich habe selten erlebt, dass da mal Erwachsene mal so mitgefahren sind oder da gestanden haben. Wenn die dann raus wollen, wissen die Kinder sowieso, wo die aussteigen müssen. Hier ist Wedler Bahnhof. Früher hat man immer gesagt, ja, das sind das sind Schüler, da fragst du einen Schüler, der weiß, wo es lang geht. Das stimmt wirklich. Aber Corona-Zeit, wo habe ich jetzt Schüler? Wie gesagt, anhand der Haltestellen Schimmelstraße habe ich alles gefunden. Schmiedeweg, dann weiß ich, ich muss links. Die kenne ich noch von der 24. Schmiedeweg. Schmiedeweg. Und sofort wieder links. Wir fahren richtig ins Wohngebiet rein, in so eine neue Siedlung.
weh, man fährt mal hier zu schnell, die gucken aus dem Fenster, die Omas und Opas, die schreiben sofort Kennzeichen auf. Richtig schöne neue Häuser alles. Am Lehmacker. Wenn ihr das Sackgassenschild seht, nicht geradeaus weiterfahren, Leute. Hier rechts. Und der polnische Kollege, der parkt immer genau bis hier vorne hin, damit das bloß eng wird. Der stand gestern schon da. Weil hinten das Schild, das kommt sonst ans Heck, hier ist die Haltestelle. Da ist einer, der mich kennt. Hallo, ja. Der rennt noch hinterher, um mir Hallo zu sagen. Haltestellen, die haben eine Minute von einer Haltestelle bis zur anderen gegeben, dann dürfte die Entfernung eigentlich nicht so weit sein. So, hier müssen wir rechts. Dürfen wir jetzt nicht verfehlen.
Hier muss ich gleich irgendwo links. Und zwar hier. So, wieder so eine komische Gegend hier. Königstraße. Weil ich habe im letzten Moment hinten noch eine Haltestelle gesehen. Dann ist das, wenn man rechts und links guckt, dann sieht man auch Haltestellen. Ich denke mal, dass das unsere Haltestelle war. Ich habe im Moment 2,5 Minuten Verzug laut Drucker. Ist aber alles noch im Rahmen. Ab 10 Minuten zählt zu Verspätung. Schulfahrten, hier so alte Dinger, wo man hier mitten im Dings, ne, aber das sind Schüler, die müssen befördert werden. Da kann man nichts gegen machen. Deswegen bin ich lieber in England, Frankreich mit Reisebus unterwegs oder Stadtlinien, Regiolinien. Aber so ist der Beruf, abwechslungsreich, alles ist dabei.
Kiesingmühle. Stelle Hilsingmühle, habt ihr ja gerade gehört. Und dann fahren wir hier links. Vorteil hat Corona gehabt, dass ich euch mehr Linien zeigen kann, aufnehmen kann, die ich selber noch nicht gekannt habe, die ich jetzt neu dazugelernt habe. Aber sonst keinen einzigen Vorteil dieses Corona.
Hier müsst ihr aufpassen, hier müssen wir links. Den lassen wir natürlich vorher vorbei. Breite Straße West. Ah, die Tante. Heidestraße West. Was ist hier? Wieder Wohngebiet. Wir sind immer noch in Metla, Leute. Am liebsten würden die Anwohner hier gar keine Busse hier haben. Denn dass ihn gar keiner stört, dass hier kein Riesenbus hier lang fährt. Aber es ist aber auch sich zu schade, die Kinder selber zur Schule zu bringen und. Aber Bus soll hier nicht lang fahren. Irgendwie verstehe ich das nicht. So, Heidestraße ist die letzte Haltestelle. Oh, der parkt da aber sehr schön. Das werden wir nicht schaffen. Den müssen wir gleich mal wegjagen. Oder doch, schaffe ich doch noch. Wenn er in der Nähe ist, will ich dem, dass er wegfährt. Wenn er nicht in der Nähe ist, ich habe noch Anschluss. Naja, kriegen wir noch hin. Ich will ihn jetzt nicht ärgern. Der guckt zwar so schon komisch, aber das kriegen wir hin. Das ist Auge. Aber wie gesagt, wenn ihr noch Anfänger seid, bleibt da stehen, hupt einmal, bis der rauskommt. Der hat da nichts verloren, der kann sein Auto da wegsetzen. So, hier ist die Linie 189. Zu Ende. Hier sagt er, neue Fahrt. Haben wir nicht. Raus hier. Ibis Umlauf abmelden. Fertig. So, bis in einem anderen Video, Leute. Ciao.